Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Gothic 2, die Nacht des Raben Let's Play. Ja, nach ungefähr, einer Woche fange ich mal wieder an, Gothic 2 zu zocken. Ja, und ich erinnere mich, hier haben wir ja unseren Meisterdegen bekommen. So, ich sehe gerade, wir haben noch ein paar Lederbeutel. Olafs Beutel behalte ich einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob das noch questbedingt ist. Ich schau mal, ob wir irgendeine Steintafel haben, die wir wirken können. Hier haben wir noch eine der Lebensenergie. Armbrustschütze behalten wir noch. Bogenschütze, könnten wir eigentlich machen. Wir werden ja sowieso nicht auf Bogen skillen, genauso wie den Zweihandkampf. So, ich erinnere mich auch noch daran, dass hier ein Skelett auf uns wartet. Genau, da hinten links sieht man es. Ich glaube, das andere haben wir schon fertig gemacht. Also haben wir ja die letzte Aufnahme beendet, genau. So, dann komm mal ran. Mal schauen, wie ich mich jetzt, schlage. Jetzt aber bloß weg von diesem Buchständer oder von diesem Schrank. Denn wir waren in ihnen drin. So sah es auf jeden Fall aus. So, So wollte ich gar nicht zuschlagen. So, greif uns an. Blocken, schlagen, blocken, schlagen, blocken, schlagen. Ja, es klappt immer noch genauso gut. Normalerweise will das Skelett ja so eine Doppelschlagtechnik ausführen. Aber weil unser Schlag mit dem einen da einfach so schnell ist, kommt es gar nicht an uns ran. Geil. So, Skelett ausrauben. Wo ist dein Zweihänder? Ich möchte dein Zweihänder haben, Freundchen. Okay, der Zweihänder liegt hier in dem Schrank drin. Buchständer. Ja, komm, dann würde ich sagen, schnappen wir uns hier das schwarze Erz. Oh mein Gott, das ist nicht im Ernst eine Spruchrolle. Dämon beschwören, oder? Davor haben wir Untote vernichten bekommen und eine Teleporter-Rune. Teleport zum alten Dämonenturm. Coole Sache. Ja, ich schau mal eben. Das war tatsächlich Dämon beschwören. Wir haben jetzt zweimal die Spruchrolle Dämon beschwören und das ist verdammt geil. Feuerregen müssten wir, ach nee, die haben wir ja da verschwendet gehabt, als die ganzen, ach ja, als wir bei den Orks nicht weitergekommen sind. Ärgerlich, ärgerlich. So, es fehlen noch knapp 7000 Erfahrungspunkte, dann sind wir noch ein Level up und mit Stufe 20 werden wir dann, denke ich mal, ungefähr wieder nach Korinis zurückkehren. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Ja, meine Vögel sind gerade wieder ein bisschen munter, hört man ja irgendwie. Eigentlich wollte ich sagen, hört man ja. Und danach wollte ich einen neuen Satz beginnen mit irgendwie sind die noch um diese Uhrzeit laut. Es ist 21.30 Uhr. Naja, schlafen die ja schon um diese Uhrzeit. Boah, hab ich mich erschrocken. Ich hab mich da hier. Ich dachte, hier kommt ein Viech, weil das so dunkel war. Oh Gott. So, ja, man sieht, ich habe lange kein Gothic mehr gespielt. Was will ich jetzt eigentlich hier machen? Teleport zur Burg, genau. Hier gibt's ja eigentlich nichts mehr für uns. Denn die Hauptquest machen wir ja erst, wenn wir in Jarkenda waren. Ich sag jetzt einfach Jarkenda. Eigentlich wissen wir es noch nicht, aber ich habe mich ja sowieso schon 30 Mal verquatscht. Also, ja, das kommt einfach davon, wenn man schon Gothic so oft gespielt hat. Ja, und endlich wieder hier in der Burg. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal hier zum Lagermeister, falls man das so sagen kann. Hier, Engor oder so hieß er, glaube ich. Vielleicht ein paar Tränke kaufen oder sonst irgendetwas. Engor! Lass mich in Ruhe, du mieser kleiner Dieb! Du handelst aber noch mit uns, wenn wir nach Garond gehen? Boah Gott, ich weiß gerade gar nicht den Namen mehr von den ganzen Leuten hier. Ja, das ist jetzt sehr ironisch, gerade habe ich noch gesagt, wenn man Gothic so gut kennt und jetzt weiß ich die Namen nicht mehr. Ja, also Garond ist glaube ich richtig. Ich schau mal. Ja. Was? Bevor wir irgendetwas besprechen, zahlst du erstmal deine Strafe. Wie viel? Wie viel war es nochmal? 100 Goldstücke. Das ist doch nichts. Ich will die Strafe zahlen. Gut, dann werde ich die Jungs wieder beruhigen. Aber mach so einen Scheiß nie wieder. Wir doch nicht. So, alles klar. Ey, wenn der uns jetzt nichts verkauft, ne? Ey, wir werden noch so oft ins Minental gehen. Der wird bei jedem Kapitelsprung noch so gute Waren bekommen. Das wäre jetzt richtig scheiße. Das wäre jetzt richtig blöd. So, die ganzen Ritter haben hier eine Armbrust auf dem Rücken? Oder? Ey, ja, die haben alle eine Armbrust. Ich freue mich schon, wenn wir die ganzen hier zusammenschlagen können. So, bitte rede mit uns. Zeig mir deine Ware. Zum Glück, ich hatte jetzt schon verdammte Angst. So, die Armbrust haben wir in unserem Inventar. Aber ich würde sagen, die 12 Tränke gönnen wir uns jetzt einfach mal. Was soll denn der Geiz? Genauso wie die Heiltränke, die hier lassen wir jetzt erstmal noch. Oder, ne, komm, 3 Stück holen wir uns. Den kleinen Feuersturm würde ich auch noch zweimal gerne mitnehmen.
Der ist echt verdammt gut. 6 Dietriche nehmen wir natürlich auch mit. Eine Karte haben wir ja bereits. Was sind das eigentlich für Ringe? Wow, Ring der Unbezwingbarkeit. Hört sich gar nicht so schlecht an, ne? So 2, 2, 3 und 3 auf allen Attributen. Jeweils gemischt. Naja, lassen wir erstmal. Dafür kriegt er hier die Knochen eines Goblins. Man könnte jetzt echt ein Ornamentstück verkaufen. Ach du Scheiße. Goldene Halskette. Komm, die kann er auch mal mitnehmen. Feldräuberzangen. Keilerfell, Wagfell, Wolfsfell. Behalten wir alle. Behalten wir alles mal. Tut mir leid, da musste ich mal husten. Boah, wie viel Pech haben wir denn? Also, Pech im Inventar. Da hat sich gerade irgendwas in meinem Hals verdaddelt. Wir haben noch 2 Lederbeutel im Inventar. Habe ich gerade gar nicht gesehen. So, Knochen eines Skeletts, goldener Kerzenständer, Schatulle, goldener Teller, silberner Ring. So, das reicht jetzt erstmal. Eben noch die Beutel aufmachen. Ja, wie cool. Haben wir wieder 100 Gold? Sehr schön. So, dann würde ich vorschlagen, wir pennen eine Runde und dann werden wir uns noch ein paar, komm, wir stehen mal auf, ein paar Erfahrungspunkte ergaunern. Was heißt ergaunern? Oh, wir werden Orks schlachten. Los. Auf einer blöden Art und Weise. Alter, warum guckt ihr uns immer so blöd an? Was haben wir getan? Wir werden wahrscheinlich wieder hier zu dieser Ork-Ramme gehen. Da haben sie ja Angst vor, weil hier die ganzen Leute sind. Und schaut euch mal die Armbrust an, die er auf dem Rücken hat. Wir könnten den ja theoretisch gesehen zusammenschlagen und dann die Armbrust einfach mal klauen. Das ist, glaube ich, die beste oder zweitbeste. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube eher, das ist eine schwere Armbrust und nicht die Drachenjäger-Armbrust. Ich glaube, sowas zieht ein Paladin nicht gerne an. Boah, ich speichere mal ab. Wir wären da jetzt beinahe runtergefallen. Da hätten wir alles nochmal machen müssen. Ah, lecker, lecker. So, und dann mal schauen, wo hier noch ein paar Orks sind. Die müssten ja hier rechts kommen. Hinter dieser, hier diese einen Wand da, hier vorne die. Und dann rennen wir wieder zur Orgramme. Und dann können wir ja vielleicht einen Dämon beschwören, mal gucken. Hauptsache, wir kriegen die Erfahrungspunkte schnell. Das ist ja auf Dauer echt ein bisschen nervig. Okay, einer, zwei. Ich würde vorschlagen, wir... Ja, okay, das geht jetzt schon mal nicht mehr. Ich wollte vorschlagen, dass wir einen Schnelligkeitstrank trinken, also einen Geschwindigkeitstrank. Aber ich würde versuchen, das so mal hinzubekommen. Nein! Ach du Scheiße, steh auf. Okay, die kommen auch. Ich renne jetzt einfach mal lang. Denn ich glaube, hier kommen noch mehr. Vielleicht schaffen wir es ja. Ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren. So, hier sind auch jetzt noch mal ein paar. Komm, einfach mal jetzt versuchen. Ah, oh, fuck. Ich wollte den Geschwindigkeitstrank gerne trinken. Ja, hier sind echt verdammt viele Orks. Wenn wir das irgendwie schaffen, werden wir unseren Level definitiv bekommen. So, komm. So weit ist das gar nicht mehr. Jetzt immer schön so im Zickzack laufen. Das checken sie nämlich nicht. Und dann schlagen sie gerne mal einfach so in die Luft. Stehen bleiben. Ach du Scheiße. Wie viele Orks sind das? 30? Aber es sind nicht... Ja, kommt! Ihr drei da hinten auch noch. Ach du Kacke. Da war eine Steintafel, habt ihr das gesehen? Oh Mist, jetzt noch ein Schlag und das war's. Runterspringen, komm! Aber nicht sterben. Jawohl. So, die kommen alle ran. Ah, da haben wieder welche ihr Schwert weggesteckt. Oh, oder auch nicht. So. Vollständige Regeneration ist jetzt, glaube ich, ein bisschen notwendig. So, ich renne jetzt nochmal hier hin. Damit die nicht mehr so verpeilt sind. Das ist echt gerade eine witzige Sache. So, komm. Kommt alle ran. Ach du Scheiße, da haben wir uns direkt erwischt. So, jetzt kommt die Orgramme. Jawohl. Jetzt haben wir alle hier. Wir haben sie alle, Leute. Oh, das war eine witzige Sache gerade, aber wir haben es noch geschafft. Ich speichere ab. So, und jetzt würde ich vorschlagen. Dämon ist jetzt auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. So, Dämon, komm ran. Och nee, sag...
Der hat ja auch so eine Verpeilheit. Ja, ihr seht's. Habt ihr das gesehen? Der Dämon hat auch anscheinend Schiss vor dieser Orgramme und greift jetzt nicht die Orks an. Ich könnte mal was anderes probieren. Ja, okay, der Geschwindigkeitssack hat sich aufgelöst. Das ist immer so, wenn man reinlädt, reinladen tut. Wir können uns auch in einen Drachensnapper verwandeln. Warte mal kurz. Probier das mal. Orks? Irgendwie checkt das Programm gerade nicht. Auf einmal sind alle Orks wieder weg? Hä? Was war das jetzt? Also ich hätte jetzt mit dem Drachensnapper die ganzen Viecher auseinandergenommen. Dann probiere ich einfach jetzt mal was anderes. Dämon, komm ran. Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter weg. Beziehungsweise kletter hier mal so ein bisschen hoch. Und schau dann mal, ob der Dämon kommt, wenn wir ihn hier so... Komm, greif's an. Ja, okay, gut, jetzt haben wir ihn. Greifen die alle jetzt den Dämon an? Ja, die greifen alle den Dämon an. Scheiße. So, jetzt sind nur noch zwei hinter ihm her. Macht der Dämon das Ding fertig, oder? Alter, die greifen alle den Dämon an. Seit wann das denn? Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd hier, dass ich so oft reinladen muss, aber das ist echt ein bisschen merkwürdig. Ich probiere das jetzt noch einmal mit dem Dämon. Sekunde, da. Ich speichere jetzt nochmal ab, damit wir das nicht immer wieder machen müssen. Dass Orks den einen Dämon angreifen? Das wusste ich echt nicht. So, aber jetzt sind ja alle auf uns fixiert. So, jetzt Dämon. Jawohl, genauso. Fuck, komm jetzt schon, Dämon. Machst du fertig. Ne, das klappt nicht. Ihr seht, der Dämon ist sowas von verbuggt hier an dieser Stelle. Ey, was ist das denn für ein Mist? Das ist schon wieder ein bisschen blöd hier gerade, ey. Ach, dass die Aufnahme so blöd anfängt. Ärgerlich, ärgerlich. Ich probiere es dann jetzt einfach mal hier mit Unwetter. Das soll sie alle ein bisschen schwächen. Ich hoffe, ich treffe die Paladine oben nicht. Okay, ich treffe sie nicht. Alles klar. Einer ist schon gestorben. Ich weiß nicht warum. Ich speichere jetzt einfach mal ab an dieser Stelle. Boah, und jetzt alle einzeln machen. Das wird Jahre dauern. Das wird Jahrzehnte dauern. Es sei denn, wir haben irgendwie vielleicht Glück und wir machen viele kritische Treffer. Und das dröhnt wieder so auf meine Ohren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So. Oh Gottchen, das kann echt lange dauern. Aber das müssen wir uns jetzt, in Kauf nehmen. So, da ist schon der zweite down. Ich würde sagen, ich kümmere mich hier jetzt erstmal um die ganzen Ork-Krieger, dann kommen die Eliten. Die Krieger gehen einfach schneller und bei den Eliten können wir dann vielleicht ein, zwei Spruchrollen anwenden. So viele möchte ich jetzt auch nicht verschwenden. Die können wir ja eigentlich so fertig machen. Ist eine feige Art und Weise, ich weiß, aber... Wie gesagt, ich kenne niemanden, der diese Taktik nicht anwenden tut. So, der ist jetzt auch Geschichte. Genauso wie wir fast. Da muss ich nochmal kurz husten. Greift mich nicht an. Oh. Wow, wir haben ganz schön viel Lebensenergie schon. Schaut mal. Das dauert schon mit Heiltränken verdammt lange, bis wir voll geheilt sind. Boah, und ich habe echt die ganze Zeit was im Hals. Das hört man wahrscheinlich auch. Das tut mir leid an dieser Stelle, aber ich kann hier nicht die ganze Zeit wie ein Irrer rumhusten. Einmal mache ich es noch. So, jetzt hoffentlich... Ne, hat gar nichts gebracht. Oh, ja, das ist mal wieder eine schöne Aufnahme, oder? Findet ihr nicht auch? Nee, also ich beeil mich jetzt hier ein bisschen. Die anderen Orks werden wir dann auf eine andere Art und Weise einfach platt machen. Vielleicht mit einem Drachensnapper-Verwandlungszauber. Damit müsste das auch gut gehen. Zack, Geschichte, du auch. Ach, Orkeliten sind einfach so übermächtig, ey. Schaut euch das einfach mal an. Was willst du denn? Warum kommst du auf einmal so nah? Du willst sterben, ja? Ah, die sind vier Eliten. Das kann hier noch garantiert 5 Minuten dauern. Hundertprozentig kann das hier noch so lange dauern. Der eine da will uns die ganze Zeit angreifen und trifft uns auch noch. Das gibt's doch nicht, ey.
100, 200. Ich heile mich jetzt einfach mal ganz schnell wieder mit so ein paar krassen Tränken. Eieieiei. Ich habe aber eine Idee. Vielleicht klappt das ja. Wenn ich jetzt die Ork-Krieger besiegt habe, mache ich noch den ein oder anderen Eliten. Auf jeden Fall nicht alle. Vielleicht die, die schon ein bisschen geschwächt sind, so wie den hier. Wenn du uns jetzt getroffen hättest, ne? So, wie viel hat der denn? Okay, der ist noch ganz voll. Dich lasse ich in Ruhe. Den Ork-Krieger möchte ich umbringen. Ach du Scheiße, jetzt kommen sie alle. Der Elite hier zum Beispiel hat kaum noch Leben. Die hier, die Orks, die bewegen sich gar nicht. Warum das denn? Das verstehe ich gerade nicht. Wieso die sich gar nicht mehr bewegen? Na, wer weiß, vielleicht kriegen wir die beiden hier noch down, die Eliten. Der hier und der Rechte da, die haben kaum noch Leben. Also die sind gar kein Problem, aber die da, ey, boah, schaut mal, die haben noch fast komplett voll. Die mache ich dann einfach auf eine andere Art und Weise. Ich denke mal, ich verwandle mich gleich hier in einen Drachensnapper und renne durch alle durch. Durch die ganzen Horden, mal schauen, ob das funktioniert. Die haben anscheinend keinen Bock mehr auf uns. So, jetzt müssen wir uns beeilen. So, und jetzt wieder hier in unserem sicheren Bereich rennen. Den Ork-Elite machen wir auch eben. Nur, dass die einen uns da gerade nicht angreifen. Wir sind ja gerade richtig weit weg aus diesem Teil des Schutzwalles. Okay, so, jetzt sind nur noch zwei übrig. Ich speichere ab. Das waren wieder gute Erfahrungspunkte, findet ihr nicht auch? Also das hat sich jetzt echt wieder gelohnt. Schaut mal, wir brauchen nur noch 4000 Erfahrungspunkte. Da ist allerdings wieder die Sache, man muss sich vor einem Levelaufstieg wieder zurückverwandeln. Sonst wird nämlich die Lebensenergie zu dem jeweiligen Tier gerechnet. Das ist ganz kompliziert zu erklären. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also wenn wir jetzt ein Drachensnapper sind, wird... Wenn er jetzt zum Beispiel 600 Lebensenergie hat und wir werden ein Level abbekommen, bekommt dieser Drachensnapper sozusagen diese Lebensenergiepunkte. Man bekommt ja bei jedem Levelaufstieg 12 Lebensenergie maximal auf unser Konto geschrieben. Und diese 12 Punkte werden dann aber den Drachensnapper gut geschrieben. Deswegen, wenn wir uns jetzt in einem Drachensnapper verwandeln, obwohl wir nur noch knapp 4000 Erfahrungspunkte brauchen, dann wäre das einfach Verschwendung. Deswegen machen wir das, denke ich mal, erst bei einem neuen Levelaufstieg. Da brauchen wir ja wieder, 15.000 Erfahrungspunkte oder so. Und da lohnt sich das auf jeden Fall um einiges mehr. Ja, dann würde ich sagen, wir machen die Ork-Eliten da einfach anders fertig. So, ich speichere nochmal ab. Wir haben ja jetzt ganz viel Zeugs eingesammelt. Also, das möchte ich schon gerne machen hier. Die ganzen Orks, plätten. Vielleicht nicht mit dem Drachensnapper, aber vielleicht mit ein paar Spruchrollen. Also, diese beiden Ork-Eliten da zum Beispiel möchte ich jetzt am liebsten... irgendwie fertig bekommen. Ich schau mal, wir haben Feuerbälle, wir haben Blitzschlag, wir haben Dämon, wir haben Eisblock, wir haben Feuersturm. So, das sind alles mächtige Zauber. Wir haben noch Verwandlung, Snapper, Scavenger, Lurker, aber die sind alle nicht so mächtig. Kugelblitz könnten wir mal ausprobieren. Ja, also, wir haben schon echt mächtige Zauber, möchte ich an dieser Stelle sagen. Die werden wir jetzt auch anwenden. Und dann werdet ihr mal sehen, was wir auch als Söldner alles so auf dem Kasten haben. Das habt ihr aber schon an manchen Stellen gesehen. Okay, der Ork-Elite kommt da alleine an. Komm, den drück ich jetzt einen Eisblock-Zauber in den Rachen. Komm schon. Jetzt hat das nicht geklappt, weil der so eine blöde Bewegung nach rechts gemacht hat und der Eisblock so nicht effektiv war. Oh Gott. Und dann mache ich das jetzt einfach, wenn er gerade angerannt kommt. So, komm her. Na komm. Ja, der Ork-Elite ist aber auch schon krass schwach, ne? Ich meine, da können wir ihn auch ein paar Feuerbälle einfach in den... Okay, Feuerball ist komplett wirkungslos. Habt ihr das gesehen? Ey, ach Gottchen. Ich renne ihn um die Ecke und dann hoffentlich macht der Blitzschlag dafür aber ein bisschen mehr Schaden. Was macht denn der Ork da? Okay, der kommt jetzt von da. Wenn das um die Ecke schafft. Och nee, jetzt haben... Der kam angerannt und der Blitzschlag trifft nicht. Das macht mich dann schon manchmal ein bisschen sauer, dass die einfach nicht wirken, ey. Boah. Ja, mit diesem Fail muss ich mich aber auch leider hier an dieser Stelle verabschieden. Ich verspreche euch, in der nächsten Folge werde ich mich nicht so blöd anstellen. Aber ich meine, letztendlich haben wir auch... um die 6000 Erfahrungspunkte gerade gemacht oder so 5.
Ist auch nicht so schlecht, ne? Gleich haben wir 46 Lernpunkte. Ich verspreche euch, in der nächsten Aufnahme schaffen wir die Stufe 20. Ja, also, mit diesem Satz verabschiede ich mich dann hier an dieser Stelle und sage, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.